was it though, Helga? You was low! Happy Halloween! What? Helga! Bald ist doch Halloween. Och, Marianne, bitte. Ich bin schon so in Gruselstimmung. Also. Gestern Abend habe ich mir sogar was richtig Gruseliges im Fernsehen angeguckt. Das Herbstfest der tausend Lichter mit Florian Silbereisen. Nee, das ist mir zu gruselig. Ich musste auch noch 10 Minuten ausmachen. So ein Horror, das hältst du nicht aus. Und du bist ein Halloween-Muffel, oder was? Ich finde das furchtbar. Aber die Kinder, Helga. Das wäre das Schlimmste. Dann klingeln sie genau dann, wenn ich, Barrett Ferraris guck. Das ist doch nur einmal im Jahr. Und dann wollen sie Naschis haben. Ja. Einen Apfel können die kriegen. Aber die sagen doch extra noch einen schönen Spruch. Süß ist, sonst gibt's Sauret, oder was? Genau. Also so was Einfallsloses, das hätte nicht mal eine Erdnuss verdient. Das ist doch Tradition. Ja, da. In Amerika da. Da drüben sagen die Kinder hier an der Tür auch immer, Trick or Treat. Trick-or-Treat? Genau, Trick-or-Treat. Und dann kriegen die was zu naschen. Müssen wir den allen Amerikanern denn immer alles nachmachen? Aber das ist doch cool. Alles machen wir denen nach. Die haben halt gute Ideen. Die können doch auch mal eine deutsche Tradition da drüben machen. Was denn? Laterne laufen zum Beispiel. Was? Wieso walken die denn nicht mal mit einer schönen Laterne durch die Street? Das ist doch eine schöne Tradition, oder was? Aber da fehlt ja auch ein bisschen so der, der Thrill. I walk with my Laterne, my Laterne with me. Oder so. Nee, das ist doch uncool. Letzte Woche hier, Laterne laufen in Sisipi. Da waren vielleicht nur so 20 Kinder oder so. Ja. Das waren früher locker 200. Zeiten ändern sich, Helga. Unsere guten deutschen Traditionen gehen weg und dafür müssen wir alles den dicken Amis nachmachen. Was denn noch? Jo, pass mal auf. Was machen wir denen denn noch nach? Von Birde Knutzen. Die Tochter, die ist doch schwanger. Ja. Weißt du, was die jetzt macht? Nee. Ein Gender-Reveal. Was? Ein Gender-Reveal, Marianne, ein Gender-Reveal. Was ist das denn? Da lädst du deine ganzen Freunde ein und dann platzt du da so einen Luftballon und wenn der blaue Konfetti rauskommt, wird der Junge und wenn der... Wie süß! Marianne! Voll schön! Und dann machen sie noch Babyshower. Sag mal. Dann lädt die ihre Freundinnen ein und dann reden die. Ist doch gut. Dann hat er doch früher alles nicht gegeben. Aber... Weißt du, was ich früher gemacht habe, als ich schwanger war? Was denn? Gearbeitet! Ja. Bis in 9 Monaten habe ich im Steinbruch gearbeitet. Oha. Und als mir um 14 Uhr die Fruchtblase geplatzt ist, da habe ich noch bis 19 Uhr weitergearbeitet. Aber wieso das? Weil man das früher so gemacht hat, Marianne. Hm? Okay. Meine Güte. Wie sind wir jetzt von Halloween auf eine Fruchtblase gekommen? Ich will das nicht. Ich schließe die Tür ab, mach alles dunkel und baller mir ein paar Bollen Eierlikör rein. Ich finde, du bist eine Spielverderberin. Weißt du eigentlich, woher das kommt, dieses Halloween? Amerika. Blödsinn, das ist ein uralter Brauch aus Irland. Wirklich? 1897 fing das an. Okay. Da wurden in Irland nämlich nicht genug Süßigkeiten gegessen von den Göhren. Ah ja. Und dann hat sich die Süßigkeitenindustrie nämlich Halloween ausgedacht. Das ist doch Blödsinn. Das ist so, Marianne. Steht im Internet. Das von Amerika. Das von den Rabbern. Was? Die Rabber. In Amerika. Warte mal. Was ist ein Rabber? Kennst du keinen Rabber? Nee. DJ Bubble. Das ist ein Rabber. Ah, ach so, ja. Und in Amerika wurde das erfunden, damit da die Kinder... noch fetter werden. Helga. Die kriegen Apfel, wenn sie hier klingeln. Warte mal, ich muss kurz noch mal eben was gucken. Ja, Marianne, mach das mal. Aber ich sag dir das, wenn die hier klingeln, die kriegen... Oh, Happy Halloween. Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Einen Apfelkuchen. Kann ich nicht. Die kriegen so alle einen Apfel. Apfel. Wenn die hier klingeln, ich mach auf, Sachen die kriegen drin, Apfel, damit die nicht noch die ist, dicken Kinder, die sind doch schon so dicken Kinder, laufen, passen, gäumen durch die Tür rein, die kriegen Apfel. Krieg ich Gänsehaut von. Ja, dann gute Besserung. Ja. Mutter. Mutter.